Der Lokomer Hof im Herzen Hannovers. Ein Hotel, das durch Ambiente, Sauberkeit und Kundenfreundlichkeit punktet. Das hat man sich auch schwarz auf weiß bestätigen lassen, in Form von Sternen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, kurz DEHOGA. Inhaber Eckhard Labs weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig die Sternebewertung für die Entscheidung der Kunden ist. Weil nach wie vor ist das vertrauenswürdigste und wichtigste Medium ist und weil es letztlich gesehen auch konsequent verfolgt wird von der Beantragung bis zur Vergabe. Und zwar nicht einfach sich etwas an die Tür zu hängen, sondern mit Hintergrund und Kontrolle. Was aber kaum einer weiß, Stern ist nicht gleich Stern. Internetportale bewerten die Hotels beispielsweise nach eigenen Kriterien. Sie verlassen sich zudem blind auf die Aussagen der Betreiber, ohne diese Vorvergabe der Sterne zu überprüfen. Die Hotels bewerten sich also selbst. Frau Mitula ist zuständig für die Klassifizierung der Hotels bei dem Verband DEHOGA. Hier werden die Unterkünfte nach festen Kriterien und Abläufen geprüft. Also wir verlassen uns nicht blind auf die Aussage der Betriebe, sondern es ist tatsächlich so, dass der Hotelier zwar im Vorfeld den ausgefüllten Fragebogen einreicht, auf dem er angekreuzt hat, welche Kriterien in seinem Haus vorhanden sind. Diese werden aber zunächst durch die Bewertungskommission überprüft, und zwar in 100% aller Betriebe. Wir bereisen also im Vorfeld alle Betriebe, jeden Betrieb, und danach wird erst das endgültige Ergebnis festgelegt und danach kann dann der Hotelier mit den Sternen werben. Ein Beispiel für die Willkür bei der Sternvergabe auf Internetseiten ist das Zentralhotel in Hannover. Während die Internetseite HolidayCheck die Unterkunft mit 3 Sternen bewertet, wird es bei HRS seit kurzem nur noch mit 2 Sternen ausgezeichnet. Grund für die Herabstufung waren aber keine eigenen Überprüfungen, sondern Beanstandungen des Medienmagazins Markt. In einer Stichprobe mit 120 norddeutschen Hotels haben demnach mehr als 50 Häuser falsche Einschätzungen zu ihren Hotelsternen abgegeben. Die DEHOGA hat das Hotelzentral nie bewertet, denn die Häuser entscheiden selbst, ob sie von dem Verband klassifiziert werden wollen. Vom Betrug kann man daher nicht sprechen. Dennoch sind für Mitula die Sterne irreführend. Wenn also ein Hotel Versprechungen macht mit einer bestimmten Sternekategorie, muss er diese erfüllen. Und wir halten es für sehr, sehr gefährlich, an den Markt zu gehen und zu sagen, ich habe eine bestimmte Kategorie, weil der Gast heutzutage weiß, wovon er spricht. Er hat Reisen in alle Welt gemacht und hat Vorstellungen einer bestimmten Sternekategorie. Und im Zweifel wird ihm da etwas vorgegaukelt, was der Hotelier nicht einhalten kann. Und das schadet der Gesamtbranche. Auf Anfrage bei dem Internetportal HRS heißt es: Die Einstufung erfolgt zunächst wie bei der DEHOGA-Klassifizierung auf Basis der Angaben des Hotels. Wir behalten uns dabei jedoch vor, diese Angaben des Hotels zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, wenn beispielsweise das Kundenfeedback anders ausfällt oder Beschwerden vorliegen. Das scheint im Fall des Zentralhotels nicht passiert zu sein. Dort beschwerten sich zahlreiche Gäste schon vor Monaten auf der Internetseite von HRS über unfreundliches Personal, schimmlige Duschvorhänge, Flecken auf den Betten und weitere schwere Mängel. Die DEHOGA rät Urlaubern daher: Also zum einen am besten ist, Sie gehen auf die Internetseite hotelsterne.de. Dort sind alle offiziell klassifizierten Betriebe aufgelistet, bundesweit. Da kann man sich also zum Beispiel schon mal ein Bild darüber machen, welche mit offiziellen Sternen werben, welche Hotels. Und zum anderen vielleicht bei den Bewertungsportalen dann mindestens die letzten 10 Einträge durchlesen, egal ob sie jetzt positiv oder negativ ist, dass man sich also wirklich ein objektives oder ein relativ objektives Bild davon machen kann. Im Hotel Lokomer Hof sieht man das falsche Spiel mit den Sternen gelassen. Letztlich wird sich nach Meinung des Inhabers die Qualität durchsetzen. Stern ist eben nicht gleich Stern. Die Kunden sollten ganz genau hingucken, woher die Hotelbewertungen kommen, bevor sie buchen.